Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen News-Sendung, Folge 9, und die ist wieder vollgepackt mit Neuigkeiten und ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Und zum einen ist jetzt das Quest 2 Soundkit erhältlich bei Modicap und das schauen wir uns mal ganz kurz an. Dann gibt es ein cooles Update für den Oculus Link. Dann haben wir zwei VR-Brillen, die eventuell neu erscheinen werden. Und Samsung arbeitet an einem neuen VR-Display und das sogar als OLED. Dann haben wir ja zusammengefasst Quest 2 Probleme. Also das schauen wir uns mal ganz kurz an. Dann arbeitet Microsoft momentan an einem Haptic-Controller für VR und AR. Also das ist auch ganz interessant. Dann kommen wir, ja heute nicht so viel, aber zur Spieleabteilung. Da haben wir einmal Population One ist erschienen. Dann gibt es einen Horror-Schocker, noch nicht für VR, aber das kommt noch. Visage. Und ja, dann haben wir noch einen Beat Saber-Mod, der hat mit Mario zu tun. Also bleibt dran und viel Spaß. So Leute, hier sind wir auf der KBTech-Seite und ja, das Quest 2 Soundkit ist erhältlich und ihr könnt es jetzt bestellen. Kostet 139 Euro, falls ihr die Kopfhörer noch nicht habt. Und wenn ihr die Kopfhörer schon habt für eine andere Brille und ihr wollt die weiter nutzen für die Quest 2, dann könnt ihr euch den Soundkit Holder für die Quest 2 besorgen und der kostet 59 Euro. Und ja, was noch nicht so mega klar war, ob der neue Halter auch fürs Elite Strap ja, funktioniert. Und ja, er funktioniert auf dem normalen Original Strap und auf dem Elite Strap. Und ja, dann braucht ihr nur eine Version zu holen und braucht dann immer nur wechseln, falls ihr da beide Kopfhalterungen benutzt. Und ja, sobald ich da eine Testversion habe, wird es natürlich auf meinem Kanal hier auch einen Test geben und ein kleines Fazit zu dem Kopfhörerset. Und ja, also zu den Kopfhörern habe ich eigentlich schon genug gemacht. Also vom Sound her ist er einfach mega. Aber ja, wie komfortabel das jetzt mit der Quest 2 ist, werden wir dann natürlich noch rausfinden. Okay, kommen wir zum nächsten Thema und das wäre der Oculus Link oder das Oculus Link Update. Ja Leute, es gab ein Oculus Link Update und wer jetzt mit dem Oculus Link überhaupt nichts anfangen kann, es ist ein Kabel, ein USB-C-Kabel eigentlich, es gibt ein originales, was ich mir jetzt über den Oculus Store gekauft habe, kostet wohl 99 Euro und es ist weiterhin über den Store verfügbar, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich da bestellen muss, kann, ich dachte eher Amazon oder so, nein, aber das Oculus Link Kabel konnte ich weiterhin beziehen und das ist ein USB-C-Kabel, ihr könnt auch gleichwertig andere Kabel nehmen, günstigere Varianten, die man bei Amazon und so bekommen kann. Damit kann man PC-VR-Spiele zocken von Steam-VR, vom Oculus Store, wenn ihr, sag ich mal, Lone Echo mit der Quest genießen wollt, habt aber keine direkte PC-VR-Brille, könnt ihr das über dieses Link-Kabel machen. Und ja, da war es immer so, dass die Bildqualität nicht ganz mithalten konnte mit den normalen PC-VR-Brillen. Und Oculus arbeitet momentan mit Hochdruck wohl, wie ich jetzt gelesen habe, daran, dass man ja keinen Unterschied mehr erkennen kann zwischen PC-VR-Brillen und dem Oculus Link-Kabel mit der Quest 1 oder Quest 2. Und ja, momentan ist es so, dass das Spiel natürlich auf dem PC läuft, das Videomaterial wird komprimiert und zur Brille geschickt und ja, diese Kompression bedeutet natürlich Qualitätsverlust und ja, desto höher komprimiert das Ganze, desto mehr Qualitätsverlust haben wir natürlich, ist eigentlich einleuchtend. Und ja, jetzt gibt es eine Möglichkeit, denn die Megabytes pro Sekunde hochzuschrauben. Aktuell sind wir begrenzt bei 150 Megabyte pro Sekunde, was vom PC über das Linkkabel zur Brille geschickt wird. Damit ist die, ja, ich sag mal, die Videokompression ziemlich hoch. Und ja, jetzt kann man das Ganze auf 500 Megabyte pro Sekunde hochschrauben. Somit geht die Kompressionsrate runter und somit wird das Bild auch besser. Und ich habe es schon ausprobiert und ja, das Bild wird definitiv besser. Ob es jetzt wirklich gleichwertig ist mit PC-VR-Brillen, ist noch schwer zu sagen, aber sie sagen, es wird deutlich besser und es ist wirklich besser geworden. Die arbeiten weiterhin natürlich daran. Es ist immer noch ein Beta-Update. Und ja, jetzt muss man einfach warten, wie die weiterhin arbeiten daran, dass man das so geil nutzen kann, dass es
ein kompletter Ersatz für alle PC-VR-Brillen wird. Ne? Das ist natürlich der Wunsch von Oculus. Und ich finde es eine super Lösung. Man hat hier ein Headset, was man mobil nutzen kann. Man kann es aber zu Hause auch am PC nutzen, um die Grafikpower da zu nutzen, um Exklusivtitel für PC-VR auch zocken zu können. Und also ich habe es getestet mit 2, 3 Spielen eben und ich muss sagen, es funktioniert verdammt gut. Latenz habe ich überhaupt keine festgestellt. Und ja, Qualität ist wirklich angehoben. Ich habe vorher getestet, nachher getestet und es ist deutlich sichtbar, dass es besser geworden ist. Und wie ihr das Ganze jetzt hinbekommt, dass ihr das Update nutzen könnt, das zeige ich euch jetzt. So Leute, um das Oculus Update nutzen zu können, müsst ihr als allererstes die Oculus Software auf eurem PC öffnen. Das habe ich hier schon getan. Dann geht ihr einfach unter Einstellungen. Dann klickt ihr hier einmal auf Beta-Version hier oben. Und ja, dann haben wir hier den Public Test Channel. Und falls es hier noch grau unterlegt ist und nicht wie hier blau, dann klickt ihr einmal da drauf. Dann habt ihr, ja, dann schaltet ihr quasi den Schalter auf an. Dann wird eine Oculus Software nochmal neu runtergeladen, installiert. Und schon habt ihr ja das neue Update. Ich glaube 23 war es. Und somit könnt ihr den Oculus Link oder das Oculus Link Update nutzen. Und ja. Die Einstellungen nehmen wir aber nicht hier in dieser Software vor, sondern im Oculus Debug Tool. Ich zeige euch gleich, wo man das findet. Als allererstes möchte ich nochmal zeigen, dass man jetzt, wenn ihr verschiedene USB-Kabel zu Hause habt und ihr seid euch nicht sicher, funktioniert das Ganze auch mit meinem Kabel, dann könnt ihr das hier testen. Es gibt hier einen USB-Verbindungstest und ja, den könnt ihr hier anklicken. Und dann wird hier ein Fenster eingeblendet, Kabelverbindung überprüfen. Das können wir jetzt hier mal machen. Und ja, jetzt werden Daten hin und her geschickt zwischen Kabel und Brille oder PC und Brille übers Kabel, so. Und ja, dann sehen wir nachher eine Übertragungsrate und dann wird auch angezeigt, ob das kompatibel ist oder nicht. Und hier wird mir jetzt eine Datenrate angezeigt von 2,8 Gigabit pro Sekunde, glaube ich, oder Gigabyte pro Sekunde, Verbindung USB 3. Und ja, somit weiß ich auf jeden Fall schon, okay, mein Kabel funktioniert und kann es nutzen. Ich habe mich für das Oculus Link Kabel entschieden, auch wenn es teuer war, weil das einfach viel flexibler ist als alle anderen Kabel, weil ich habe ein USB-C Kabel, aber das ist mit so einem Geflecht umhüllt und das ist so starr und ja, ist nicht wirklich gut zum Zocken, sage ich mal. So, aber um jetzt wirklich das Debug-Tool zu finden, müsst ihr unter einmal C, Programme, Oculus, Support und dann unter Oculus Diagnostics und da findet ihr das Debug-Tool. So, ich öffne das jetzt hier mal. Und ja, hier seht ihr einmal verschiedene Einstellungen, die lassen wir aber alle so, wie sie jetzt sind. Und wir haben hier unten Oculus Link und Encode Bitrate. Und hier steht bei euch normalerweise eine 0. 0 steht für Standardeinstellung 150 Megabit pro Sekunde. Setzt hier bitte eine 500 ein und schon habt ihr das aktuelle Update und ja, schließt das Ganze dann, startet eventuell nochmal den PC neu oder die Oculus Software neu, am besten PC nochmal neu starten, dass alles auch übernommen wird und schon könnt ihr mit der Quest 1, Quest 2, ja, ein neues Spielerlebnis, sage ich mal, erleben. Es sieht wirklich besser aus. Also vorher hatte ich auch immer das Gefühl, es ist so leicht matschig, als ob ich jetzt ein Videobearbeitungstool oder ein Fotobearbeitungstool habe und ja, zeichne alles irgendwie weich. Ne? Gehe einfach mit einem Weichzeichner darüber und jetzt sieht es alles so ein bisschen schärfer aus, meiner Meinung nach. Aber testet es selber. Ich bin auch gespannt, wie ihr das jetzt erlebt habt. Seht ihr da wirklich jetzt auch einen Unterschied? Oder sagt ihr, ich sehe da überhaupt keinen Unterschied zu vorher? Würde mich natürlich auch interessieren. Also für mich sieht es besser aus. Ich hoffe, es ist kein Placebo-Effekt, aber da gehe ich mal nicht davon aus. Und ja, falls da Neuigkeiten gibt, neue Updates und so weiter, halte ich euch natürlich auch noch weiter auf dem Laufenden. Und ja, falls ihr Fragen habt, gerne unter die Kommentare oder im Discord der drei Flatengos. Link ist wie immer in der Beschreibung, also kommt uns einfach mal gerne besuchen. Ja, ich würde sagen, jetzt kommen wir zum nächsten Thema und das wäre die Decagear VR-Brille. So, wir sind hier wieder bei der VR-Legion und ja, es gibt ein neues Start-up-Unternehmen, das nennt sich Deca aus Singapur und die bauen jetzt auch eine VR-Brille, die nennen die Decagear und die soll schon sehr, sehr gute ja, technische Daten haben,
Auflösung haben wir schon mal, das ist gleichwertig mit HP Reverb G2. Sie hat eine Kamera integriert für Gesichtsaufnahmen, um die Mimik festzustellen, um die in irgendwelchen Social Apps dann weiter zu übertragen. Und ja, die soll im Mai 2021 wohl fertig sein. Soll nur 450 Euro kosten, soweit ich weiß. Und ja, schauen wir uns mal ganz kurz an. Genau, 450 US-Dollar, wie viel die für uns dann kostet, ist natürlich dann auch wieder so eine Sache. Und ja, der Hersteller hat auch noch zwei zusätzliche Zubehörsachen. Zum einen hat er so einen Hüft-Tracker, das heißt, die Bewegung der Hüfte werden gescannt oder getrackt und sollen somit auch in Social Apps dann besser umgesetzt werden, damit das echter aussieht und so weiter und so fort. Und dann wollen die auch noch für 50 Euro oder 50 Dollar Aufpreis wollen die einen Wireless Streaming Kit anbieten, wo wir dann quasi Wireless streamen können zum PC. Und ja, die VR-Legion schreibt es auch hier ganz gut in dem Artikel. Es gibt ja schon eine gute Lösung mit der Virtual Desktop. Da können wir super bequem über Virtual Desktop unser Material zur Quest übermitteln per WLAN, aber das muss schon gutes WLAN sein, also WLAN AC oder diese 5 GHz Netz muss man haben und das sollte auch im gleichen Raum sein, weil Latenzen sind natürlich mega wichtig für Wireless-Übertragungen und ja, das nur mal dazu. Die Controller erinnern mich sehr, sehr, sehr stark zwischen Valve Index und Oculus Touch Controllern. Also hier sehen wir einmal den Halter, ne? Den haben wir ja auch bei den Valve Index Controllern und da soll auch jeder Finger einzeln getrackt werden, also wie bei dem Valve Index und das kennen wir ja alles von der Touch, auch hier das Ganze sieht eher aus wie Oculus Touch, also die haben so ein Best of Both Worlds, sage ich mal, gebaut, muss ja nicht schlecht sein, kann gut sein, muss man abwarten, was das Ganze kann. Also ich finde es interessant auf jeden Fall, denn die Valve Index Controller, so toll sie auch sind, irgendwie diese Grifffunktion, also mir gibt die keinen Mehrwert, meiner Meinung nach. Ich mag irgendwie trotzdem die Oculus Touch lieber. Und wenn die das jetzt schaffen, aus beiden so einen guten Mix zusammenzubauen, dann ja, warum nicht, ne? Der Preis ist natürlich auch eine mega Ansage, also 450 US-Dollar für so ein Gerät mit auch so einem Display drin, ne? 2160 mal 2160 Bildpunkten pro Auge, ja, gleichzusetzen mit G2 und ja, ist natürlich mega. Und was steht hier noch? Eine Einstellmöglichkeit des IPD gibt es praktischerweise ebenso. Also wird es da dann wahrscheinlich auch wieder zwei Displays geben. Also wir kennen ja das Problem der IPD-Einstellungen. Wenn wir halt ein Display nur haben, kann man das eigentlich nicht bequem über so einen Schieberegler machen. Da muss das schon über Software oder über so stufenweise Verstellungen sein wie bei der Oculus Quest. Wie es jetzt hier ist, müssen wir abwarten. Keine Ahnung, was da jetzt genau für Displays drin sind. Ob es auch wieder nur OLED ist oder auch LCD, müssen wir abwarten. Oder was heißt nur OLED? Ob es OLED oder LCD ist, müssen wir halt abwarten. Ne? Ja, Leute, ich würde sagen, kommen wir zur nächsten VR-Brille und die ist von HTC. Ja, Leute, ich habe nicht mehr dran geglaubt, aber HTC will es scheinbar nochmal wissen und bringt eine neue VR-Brille auf den Markt, so wie es momentan den Anschein hat. Warum kommt man da drauf? Es liegt jetzt ein Antrag, ein FCC-Antrag vor und das ist die Strahlenschutzbehörde Federal Communication Commission und ja, da hat HTC jetzt einen Antrag eingereicht, also jedes Gerät muss da wohl die ganzen Normen und so weiter natürlich erfüllen und bevor so ein elektrisches Gerät dann an den Start geht, muss der Antrag beim FCC eingereicht werden. Die überprüfen das Gerät und wenn dann alles okay ist, dann winken die durch und dann kann es auch schon an den Markt gehen. Und eigentlich passiert sowas nur kurz bevor was wirklich auch ja, marktreif ist und an den Start geht und nicht erst in irgendeiner Entwicklungsphase.
Ja, und um was es sich geht, weiß man natürlich nicht. Also hier steht es bei Focus 2. Im September tauchten schon Benchmark auf, da habe ich glaube ich auch darüber berichtet, von einer Vive Focus mit dem XR2-Chip oder XR2-CPU, der auch hier in der Quest 2 verbaut wurde. Und ja, das heißt eigentlich, dass wirklich eine Focus 2 sein könnte, weil die eventuell sagen, okay, wenn wir die Quest 2 besiegen wollen, müssen wir das natürlich mit genau so viel Power machen. Und ja, es gibt sehr, sehr, sehr viele Leute, die sagen, die Quest 2 werde ich mir auf keinen Fall holen, auch wenn die in Deutschland verfügbar ist, alleine schon wegen dem ganzen Datenschutzkram. Und ja, auf solche Leute könnte natürlich HTC dann auch peilen, ne, anpeilen. Und wenn die das ein bisschen klüger anstellen und eventuell den Preis auch ja nicht allzu teuer machen, wäre es natürlich gut und ja, könnte für uns auch nur gut sein, wenn es da noch eine zweite Brille gibt, die da mit der Quest 2 konkurrieren kann. Aber ich glaube momentan nicht, dass da irgendwas kommt, was der Quest 2 gefährlich werden könnte. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Ist auf jeden Fall interessant. Ich dachte, HTC ist echt, die sind ja eigentlich kurz vor knapp, sage ich mal. Und ja, vielleicht ist das das letzte Gerät, was die wirklich nochmal an den Markt bringen und hoffen, dass das haut jetzt hier durch. Und ja, müssen wir einfach abwarten, was dann noch so passiert. Wenn ich da was Neues finde, werde ich es natürlich in den News raushauen. Und ja, jetzt kommen wir zum nächsten interessanten News. Und das ist ein Display, was jetzt komplett neu entwickelt wird. Und das könnte für uns VR-Spieler echt interessant Ja, sein. Samsung arbeitet an einem neuen Display, was 10.000 PPI hat. Und 10.000 PPI steht hier für, also dieses PPI steht für Pixel per Inch. Und zum Vergleich, die HP Reverb hat 1000 PPIs. Also hier arbeitet Samsung an einem OLED-Display, was das Zehnfache an Pixeldichte hat. Und das ist schon enorm. Und ja, ich will jetzt hier auch gar nicht wirklich darauf eingehen, wie das Ganze funktioniert. Hier sehen wir so ein kleines Bild, was so ein bisschen das Display oder das Ganze erklären soll. Ist nicht meine Sparte, von daher kann ich da gar nichts zu sagen. Wer da genauer noch lesen will, wie das Ganze funktioniert, kann sich das hier Ganze mal durchlesen. Link ist unten in der Beschreibung. Also die sagen auf jeden Fall, neben einer hohen Pixeldichte soll das Display heller und energiesparender sein, natürlichere Farben als alle herkömmlichen OLEDs bieten. Und das Display soll auch in der Produktion viel, viel günstiger sein. Und das wäre natürlich mega. Aber es ist lange nicht marktreif, also es dauert noch sehr, sehr lange, bis das wirklich marktreif ist und funktioniert. Die sind da gerade mal in den Kinderschuhen, sage ich mal, was die Entwicklung angeht. Und was hier noch genannt wird, zu Recht, welche Grafikkarten sollen solche Displays denn befeuern können? Denn desto mehr Pixel wir haben, desto, ja, mehr müssen diese Pixel natürlich auch gefüttert werden oder desto mehr Pixel müssen wir füttern. Und unsere jetzigen Grafikkarten sind ja jetzt schon mit den Displays überfordert teilweise. Und ja, hier wird als mögliche Lösung KI-gestütztes Grafikrendering genannt. Und ja, da habe ich auch schon mal was zu gemacht in den News. Könnt ihr ge euch gerne auch nochmal anschauen. Und ja, für mich ist eigentlich nur wichtig, die entwickeln gerade wirklich ein Mikrodisplay, was eigentlich fast nur für VR da sein kann. Und es wird weiterhin in VR geforscht. Das ist wichtig für uns. Und es geht weiter, immer weiter. Egal wie lange es jetzt dauert und wenn es jetzt 5 Jahre dauert, ist es halt so. Trotzdem werden wir immer weitere kleinere Schritte sehen. Jetzt haben wir ein 1000 PPI Display in der G2. Vielleicht ist es in 2 Jahren 4000 PPI. Wer weiß. Und die Displays werden immer besser. Wichtig ist aber, dass auch Software immer besser wird, die Spiele immer besser werden. Und ja, das ist natürlich auch wichtig. Wir haben schon gute Displays, gute VR-Headsets, die Spaß machen. Und ja, aber die Forschung geht immer weiter und das ist das Gute und das Wichtige. Ja, Leute, von dem Thema gehen wir jetzt zu einem kleinen Problemthema und es gibt ein paar Probleme zur Quest 2. Da möchte ich gerne mal auch eure Meinung hören, eure Erfahrungswerte und ja. Da gehen wir jetzt mal zu. So Leute, kommen wir zu einem Thema, was uns Quest 2-User alle angeht. Und ja, da gibt es jetzt einige Horrormeldungen, sage ich mal. Einmal zum Elite Strap
oder das hat alles was mit dem Elite-Strap zu tun, aber auch mit der Qualität, die Oculus da abgeliefert hat. Und ja, einmal gibt es Meldungen aus dem Internet von mehreren Leuten, das Elite-Strap bricht, und da zeige ich euch gleich mal ein Foto zu. Und ich habe das Elite-Strap leider noch nicht. Ich habe es bestellt, aber ich überlege mir jetzt echt, das wieder abzubestellen, denn warum sollte ich so viel Geld investieren, wenn das aus so billigem Kunststoff ist, dass es einfach reißt und bricht. Und dann hat der Zitronenarzt, unser Doc, hat auch noch ein Problem festgestellt, was auch im Zusammenhang mit dem Elite-Strap ja, wohl aufgetreten ist. Und da wollte ich euch jetzt mal sein Video zeigen. Sein Video ist natürlich auch dann in der Beschreibung. Und er hat das Problem, dass sein Headset bei Bewegungen knarrt. Also es knarrt und knarzt überall an allen Ecken. Und er führt das aufs Elite-Strap zu. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. So, ich habe hier schon mal an einer Stelle vorgespult, wo wir das... ja, die Vorführung vom Doc sehen, was er jetzt genau für ein Problem hatte mit der Brille, und das zeige ich euch jetzt mal. Und hört euch das mal an. Ja, und dieses Geräusch kriege ich momentan leider überhaupt nicht richtig weg, und ich habe dann natürlich... Ja, ich will euch jetzt das ganze Video nicht zeigen, natürlich ist es in der Infobox und in der Beschreibung, und ja, kurz und knapp, er führt es darauf zurück, dass man das Elite-Strap natürlich ja hinten festzieht. Man drückt quasi hier mit dem Hinterkopf die Brille immer weiter ran mit sehr viel Kraft, und diese Energie kann nirgendwo mehr abgebaut werden, und das alte, die alte Quest hatte da natürlich auch noch so Gummi, ja, ich weiß nicht, so Federkontakte, sage ich mal, wo das hier vorne ungefähr befestigt war. Das zeigt ihr auch in dem Video. Und ja, hier ist alles starr verbunden miteinander. Es gibt keinen Punkt, wo irgendwie diese Kraft auch hin kann oder ja, die Kraft abreagieren kann. Und jetzt tut die das halt irgendwo hier am VR-Cover, und ja, keine schönen News meiner Meinung nach. Und schaut euch das Video vom Doc an, echt interessant, geht auch nur 10 Minuten, aber das springt jetzt hier den Rahmen. Ich wollte es jetzt nicht mehr so mega lange machen hier, soll alles kurz und knapp sein. Und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, was passieren kann, wenn man das Elite-Strap dann zu fest zieht. Und das habe ich auf Reddit gefunden von einem Nutzer. Und ja, was heißt zu fest zieht? Also man zieht das ja eigentlich nur normal fest hinten, dass es ja nicht großartig wackelt, dass man vernünftig VR zocken kann. Und ja, da ist das hier passiert. Und das ist nicht nur einer Person passiert, das ist mehreren Leuten passiert. Und ja, keine guten Neuigkeiten, und ich bin gespannt auf eure Meldungen. Wenn ihr ebenfalls solche Meldungen habt, knarzt eure Brille, ist euer Elite-Strap eventuell sogar schon gerissen, einfach unter die Kommentare, würde mich echt mega interessieren. Und ja, Oculus glänzt da momentan echt nicht. Also ich mag die Quest 2 definitiv, ich bin echt begeistert von dem Teil. Preis-Leistung ist okay, aber trotzdem, wenn man schon Headstraps anbietet, die noch extra kosten, dann muss das perfekt sein, und das ist es hier nicht. Und ja, zu dem Datenschutzwirrwarr, was sie haben, da kam jetzt auch noch eine Meldung. Wenn ihr ein Facebook-Account habt, kauft da schön jetzt mit dem Store ein, und ihr löscht dann euer Account, dann sind eure kompletten Spiele weg. Also wenn das länger als 30 Tage ist, kann auch keiner mehr alles zurückholen, auch Oculus nicht mehr oder Facebook, sind ja eigentlich jetzt eine Familie. Innerhalb von 30 Tagen, wenn ihr euch überlegt, scheiße, ich wollte es doch nicht löschen, war ein Versehen oder weiß der Geier was, dann kann man das wohl noch zurückholen, ansonsten nicht. Also Vorsicht, Leute, wenn ihr euer Account deaktiviert, löscht,
alles, was ihr investiert habt, kann dann weg sein und das ist natürlich auch nicht so wirklich toll. Ja, Leute, das dazu, das Video vom Doc ist in der Beschreibung und eure Meinung ist mir auch wichtig, also schreibt es einfach mal in die Kommentare, wie es euch damit so ergangen ist bisher. Jetzt kommen wir zum Thema Microsoft Haptic Controller. Ja, Microsoft zeigt hier einen Haptic Controller für VR und AR, nennt ihn Pivot. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hier wird es anhand von Äpfeln dargestellt und da zeige ich euch gleich noch ein ganz kleines Video zu. Auf jeden Fall kann dieser Griff hier kann zurückschnappen und auch automatisch wieder in die Hand fallen. Und wenn man dann greift, dann legt er sich schon in die Hand, kann vibrieren. Und ich sag mal, sieht erstmal cool aus für das, was sie da jetzt gerade machen, bei dem Video, was ich gesehen habe. Und hier sehen wir noch so ein bisschen vom Aufbau her. Das ist natürlich alles ganz früher Early-Status, ne, sage ich mal. Pivot besteht aus zwei Controllern, die am Handgelenk befestigt werden. Im Ruhezustand liegt der Steuerungshebel mit seinem kugelförmigen Griff am Unterarm an, also ne, hier, und kann jederzeit dann zuschnappen, sage ich mal, oder in die Hand gleiten. Und ja, dann kann man das Ding packen und hat ihn dann automatisch dann in der Hand oder da fällt was in die Hand, das sehen wir dann auch gleich. Da sieht man eigentlich mal, an was alles geforscht wird, ne? Für VR und AR und so. Also fürs Äpfelpflücken gibt es, glaube ich, nichts Geileres, um das in VR mal so zu erleben. Ich weiß nicht, wie es dann für andere Spiele sein soll, ob das überhaupt dann für andere Anwendungen ja, sinnvoll ist. Und hier sehen wir das Ganze. Und sehen wir erstmal, wie der so einfach greift und na, habt ihr gesehen, der greift zum Apfel und automatisch, wenn er den Apfel in VR gegriffen hat, schnappt dieser kugelförmige Controller dann in die Hand ein. Na, jetzt zeigen sie es ganz, ganz langsam. Und erst wenn er den Hand in der VR-Brille hat, ist er auch wirklich in der Hand. Also das ist echt mega. Ja, und hier wird halt geschrieben, oder die haben halt geschrieben, dass wenn man den Apfel dann abzieht, dass dann so ganz kleine Vibrationen dann in der Hand anliegen. Das ist jetzt cool, mit zwei Controllern. Jetzt heben die hier den Korb hoch. Ja, für so Steine und so ist das natürlich auch cool, ne? Man hat dann auf einmal wirklich was in der Hand. Aber würde sich das jetzt echt anfühlen, wenn man einen Stock, ein Schwert, eine Axt in der Hand hat. Weil es ein wirklicher Griff ist es ja nicht, ne? Das ist natürlich cool. Habt ihr gesehen, dass das Ganze bewegte sich ja gerade hin und her, hier in dem Bereich, als sich das Kaninchen da gewehrt hat. Da. Ist natürlich cool, wenn man wirklich so ein Feedback hat, ne? Also uncut und nicht bearbeitet wurde das Ganze und sieht auf jeden Fall cool aus. Und ja, ich,
Ich glaube, sowas muss man echt ausprobieren, um zu sagen, ja, das ist jetzt cool für verschiedene Anwendungen oder das ist jetzt nur für eine Anwendung. Aber ich kann es mir schon cool vorstellen, dass es für mehrere Anwendungen auch eventuell interessant wäre. Ja, Leute. Wie immer steht alles unten in der Beschreibung, die Textzeilen. Die Marker sind auch gesetzt, die Videomarker. Da könnt ihr von Szene zu Szene springen. Das ist immer neben dem Thema, habe ich immer diesen Marker gesetzt. Wenn euch ein Thema nicht interessiert, springt einfach zum nächsten weiter. Und ja, jetzt kommen wir erstmal zur kleinen Gaming-Session, sage ich mal, oder zur Gaming-Abteilung und fangen wir an mit Population One. Ja, Population One ist erschienen und kostet bei SteamVR 24,99 und es ist ein Battle Royale Game wie ja, PlayerUnknown Battleground, besser bekannt als PUBG, Fortnite und ja, ich glaube, das ist so ein Mix aus beidem, sage ich mal. Man kann in Population One auch bauen. Man hat auch Squads und ja, Battle Royale, ne? Man startet und mit anderen Gegnern und muss dann halt bis zum Ende überleben, zum bitteren Ende. Und ich habe es leider noch nicht getestet. Ich habe aber mal beim Patrick von der Zockstube reingeguckt, beim Zitronenarzt und beim Chris Reality. Die haben das gezockt und sah echt witzig aus und ich werde es mir definitiv holen. Ich überlege momentan noch, ob ich es für Steam VR kaufen soll oder aber für Oculus. Bei Oculus kostet es 30 Euro. Aber hat auch Cross-Buy-Funktionen, das heißt, wir können es mit der Oculus Quest nutzen oder aber auch mit der Rift S oder mit dem Link-Kabel am PC haben wir dann bessere Grafik und so weiter. Da können wir jetzt auch noch mal kurz hingehen. Genau, hat auch Bombenbewertungen, also bisher perfekt abgeschnitten. Ja. Also da gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Einen Trailer habe ich schon mal gezeigt bei mir in den News-Sendungen. Und ja, schaut einfach mal beim Doc rein, beim Chris Reality oder bei dem Patrick von der Zockstube. Die haben da echt cooles Gameplay gemacht. Auch live war es, glaube ich. Ne, war sogar live. Und ja, hat Spaß gemacht, den zuzuschauen. Und ich werde es definitiv auch noch auf meinem Kanal testen. Aber ich habe momentan zu viele Games noch in der Pipeline, ich muss noch ein bisschen abarbeiten, sage ich mal. Ja, Leute, jetzt kommen wir zum Horror, sage ich mal. Und das ist die Tage, deshalb komme ich auch darauf, das ist die Tage bei Twitter so ein bisschen hochgekocht, da habe ich das wieder gesehen und es geht sich um Visage. Und Visage ist ein richtig krasser Horrortitel. Der Chris Reality hat es auch mal in VR gezockt, da gab es eine Demo damals. Und das ist eigentlich ein Kickstarter-Projekt gewesen, was das Stretch Goal geschafft hat, um eine VR-Version zu bekommen. Und ja, irgendwann war auf jeden Fall nicht mehr die Rede von VR, also absolut tote Hose. Die haben sich auch nicht mehr wirklich dazu geäußert. Und ja, da waren einige sehr enttäuscht. Ich habe selber nicht unterstützt. Ich glaube aber, der Hoshi und der Chris haben das unterstützt bei Kickstarter. Nur wegen VR und ja, jetzt haben die schon gedacht, okay, das gibt jetzt nichts mehr, also da wird definitiv nichts mehr erscheinen. Und so wie es momentan aussieht, kommt es definitiv für VR raus, aber noch nicht zum Release von der jetzigen Version. Genau, bevorstehende Veröffentlichung, 23. Oktober, also Freitag. Es wird zum Anfang noch kein VR-Support geben, aber 2021 haben die Entwickler jetzt angekündigt, soll definitiv eine VR-Version davon erscheinen und es soll wohl eines der krassesten Horror-Games werden seit Paranormal Activity, sage ich mal. Und ich würde jetzt gerne mit euch nochmal einen Trailer anschauen und los geht's.
Okay, Leute. Heavy, heavy, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich mir da trauen würde, in VR zu zocken. Das sah schon echt heftig aus. Und ja, die ganze Umgebung, das ganze Haus, das ändert sich ja, wie wir gesehen haben, immer wieder und immer wieder. Und ja, ich bin echt gespannt, wie jetzt erstmal die Flat-Version wird. Und Flat-Version wird 20,99 kosten. Und dann natürlich auch, wie die VR-Version wird. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es bei mir auf dem Kanal zeigen kann. Da liege ich wahrscheinlich dann irgendwann auf dem Boden. Also das sah schon echt, echt heftig aus. Ja, Leute, was sagt ihr zum Trailer? Gefiel euch der jetzt? Würdet ihr das in VR zocken? Gerne in die Kommentare rein. Und ja, jetzt kommen wir mal zum Beat Saber Mod, wo es um Mario geht. In Beat Saber kann man jetzt nicht nur normale Blöcke zerschneiden, Musik hören und so weiter, sondern man kann jetzt auch Super Mario dort sein und ja, in Beat Saber Manier Super Mario erleben. Und ja, hier steht es, ein Modder macht es möglich. Und auf die Idee muss man erstmal kommen, muss man echt sagen. Na, echt, echt coole Idee. Auch wenn diese ganzen Games nicht so wirklich mein Fall sind, diese Rhythmus-Games, aber die Idee finde ich echt gut. Und ja, schauen wir uns mal ganz kurz an, was er da gemacht hat. Der Modder. Der Modder. Also die Gegner auch. Ja, Leute, also echt coole Idee, finde ich. Also muss man anerkennen, dass man so eine Idee erstmal haben muss. Und ja, diese Mod, die läuft nur auf PC-VR-Brillen, also nicht für Quest oder so. Und hier könnt ihr die runterladen. Link ist in der Beschreibung auch. Und ihr braucht dann die Erweiterung Chroma und Noodle Extensions. Und dann könnt ihr das schon benutzen. Also wer es ausprobieren will, ladet euch den Mod runter und probiert einfach mal. So, ja, das war es auch erstmal soweit mit der News-Sendung hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, schaut ab und zu öfters mal auf meinem Kanal, auch unter Community, denn ich mache da schon mal, ja, jetzt kann ich ja mit 1000 Abos endlich den Community-Tab auch nutzen und ja, möchte da schon mal Ankündigungen machen, ich möchte da Umfragen machen, was euch am besten gefällt. Und ich hatte jetzt auch gefragt, gefällt euch am liebsten VR-Gameplay, gefällt euch Gameplay im Livestream am besten oder die VR-News-Sendung. Und ja, die VR-News-Sendung hat da, glaube ich, gewonnen. Also das wurde nur 18 Leute haben abgestimmt und ich glaube, die hat mit 59% oder so gewonnen, die VR-News-Sendung. Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass euch die VR-News-Sendung so gut gefällt. Freut mich mega, hätte ich nie gedacht, als ich damit angefangen habe. Aber ja, nichtsdestotrotz möchte ich natürlich auch meine VR-Gameplay-Livestreams machen, weil die mir auch mega Spaß machen. Und ich sehe, dass auch genug Leute gibt, die daran Spaß haben. Wenn ihr da wirklich auch mitmachen wollt bei der Abstimmung, könnt das gerne noch machen. Also auf meinem Kanal unter Community und da seht ihr die Abstimmung. Würde mich natürlich interessieren, ob es wirklich so viele Leute nur gibt, die nur auf meinem Kanal sind für meine News-Sendung. Ihr könnt da auch gerne kommentieren und so weiter. Also für mich als Feedback ist es natürlich wichtig. Ja, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann.
Ciao.